Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Online. Heute werden wir uns mal um die Klassenquest der Stufe 30 für Gilderlist kümmern. Ja, wir sind in Bree, an der Treppe der Gelehrten. Unser kundiger Ausbilder hat eine Quest für uns, nämlich eine weitere wichtige Ich Angelegenheit. grüße euch. Ja, und in der Regel würde er uns jetzt eine neue Quest geben, die uns dann in die Eretluin schicken würde. Deswegen flitzen wir jetzt eben schnell nach Dulion. Das ist ja glücklicherweise mit den Schnellreiserouten und den Mounts kein Problem oder keine Schwierigkeit. Und dann haben wir eine weitere Aufgabe, nämlich der Nachlass eines Kundigen. Das ist eine Aufgabe, wo wir heute wahrscheinlich relativ lange dran sitzen werden. Weil, wenn ich mich recht erinnere, waren die Aufgaben der Stufe 30 ein bisschen länger in der Erledigung als die 5-Minuten-Aufgaben, die wir mit Stufe 15 bzw. mit 14 hatten. Wie kann ich So, euch zu jetzt Diensten eben schnell nach sein? Zelöndrim reiten. Und von Zilondrim. Moment, ist die überhaupt aktiv? Nein. Jetzt hoch zu nach Dulion. Das machen wir auch mit Egoran. der Schnellreiseroute. Dann war ich gerade eben auch noch mal schnell. Hoppla, wo ist sie denn? Da. Nee. Ach, ich hasse es, wenn ich die Tastatur nicht sehe. Ist ja auch egal. Machen wir es eben so auf. Ich war gerade eben auch noch mal einkaufen. Inzwischen habe ich nämlich ein, zwei Rezepte noch gefunden, die ich noch nicht kannte. Dementsprechend, wenn ich gleich oben angekommen bin, lese ich die Rezepte eben mal schnell ein. Ihr seht, das Inventar ist mal wieder voll. Ich müsste ich mal wieder ausmisten. Das werde ich dann in aller Ruhe heute nach dieser Folge machen, dass ich da mal wieder ordentliche Übersicht im Inventar kriege. Und alles, was ich nicht brauche, landet auch wieder auf der Bank. Dann gab es für immer ein paar Schriftrollen. Wir haben noch das Level 30 Geschenk, was wir aufmachen können für den Adepten. Oder für den Adept. Das werde ich natürlich heute auch noch im Laufe der Folge aufmachen. Aber als allererstes werde ich jetzt gleich mal die ganzen Rezepte einlesen. Wie ihr seht, das geht eigentlich relativ zügig. Feueröle, Parabeln, kann ich euch auch mal eben ganz kurz zeigen. Das sind beispielsweise von Hauptleuten, können benutzt werden. Die geben dann Nahkampfschaden und taktischen Schaden für 15 Sekunden, das sind so kleine Zusatzklamotten, die wir benutzen können. Beim Jäger sehr beliebt ist auch Trank des Fokus oder Feueröle. Der baut dann nämlich mehr Verwüstung auf, das dauert auch nur ein paar Sekunden. Also als Gelehrter unterstützt man seine Gruppe halt auch sehr viel. So, das war einmal wieder der falsche Questgeber, wir wollen ja nicht die Siedlung aufbauen. So. Dann schiebe ich das Rezept mal hier rüber, hole mir aus den anderen Fächern mal Kleinkram und dann öffnen wir als kleine Überraschung jetzt auch mal den Adepten. Mal gucken, was wir rauskriegen. Geschenk an einen Helden, ein neues Päckchen für Stufe 40. Zeichen des Erwerbs kann man immer gut gebrauchen. Die Tränke sind auch nicht von schlechten Eltern. Aber Megowannen. jetzt erstmal der Nachlass eines Kundigen. Es gibt ein großes Rätsel, was wir lösen müssen.
So. Ach, im Nachhinein, das ist ja jetzt langweilig. Ach so, ist es nicht. Schön. Dann können wir nämlich mal kurz lesen. Sie läuft durch das Blau, der Schatten des Übergangs fällt auf sie. Auf der einen Seite ein stürmischer Wächter. Ein stummer Wächter, Entschuldigung. Das ist eine sehr interessante Rätselaufgabe. Ich hatte ja schon mal vor Jahren, als das Spiel rausgekommen ist, einen Kundin gemacht. Aber an die Quest kann ich mich heute immer noch sehr gut dran erinnern, wo die Quest nämlich ist. Weil das hat echt gedauert, bis ich den Questgeber bzw. die Quest gefunden habe. Wir müssen nämlich unter die Brücke. Das war gar nicht mal so lange her. Das ist auch, finde ich persönlich, ein sehr schöner Ort, der auch so gut wie nie gewürdigt wird. Ein stummer Wächter am stürmischen Fluss. Oder wie war da nochmal genau das Rätsel? Läuft durch das Blaue im Schatten des Übergangs. Die Brücke wirft den Schatten. Auf der einen Seite ein stummer Wächter. Hier ist die Kiste, da ist der stumme Wächter. Dann machen wir mal eben schnell wieder alles zu. Weil ich bin der Meinung, das ist wieder ein schönes Bild für einen Screenshot. Vor allen Dingen auch aufgrund der Tatsache, weil man hier so selten ist. Das ist wieder was, was sich die Programmierer haben einfallen lassen und was nicht gewürdigt wird. Jetzt gibt es mal so ein bisschen arroganteren Screenshot. Ein bisschen so von unten her. So, das immer wieder aus. So, hier ist wie gesagt die Kiste. Früher gab es bei der Quest auch ein, zwei kleinere Bugs leider. Da konnte man beispielsweise die letzte Kiste nicht öffnen. Da kann ich mich auch noch relativ gut dran erinnern. Und da durfte man nochmal die ganze Questreihe nochmal machen. Und die kostet jetzt schon eine Menge Zeit. Weil wir, na, ich will jetzt nicht spoilern. Aber ich kann euch sagen, wir müssen gehen Osten. Aber sagt ihr mir mal zu, was haltet ihr von versteckten Orten in den einsamen Landen bzw. im Herr der Ringe-Universum? Wir haben ja bis jetzt einige schöne Orte gefunden, die nicht so sehr bekannt sind. Ihr habt den ersten Schlüssel gefunden, Gilderlis. Ich bin beeindruckt. Ja, ich frage mich, bleibe, wo die zweite Kiste ist. Dann wollen wir mal gucken, wo sich die zweite Aufgabe findet. Von was kann hier Gerede sein? Ein grimmiger Bilbis im Gedächtnis. Doch besser noch, ein mächtiger Hieb. Kein Mensch eher. Das hat also, wie gesagt, an der Questreihe saß ich damals sehr lange. Aber wenn man sich so wirklich mit dem Film auskennt und auch, oder auch die Bücher gelesen hat, dann weiß man, woher das kommt. Das handelt sich nämlich um die Bilbis-Schlacht im Auenland. Ein mächtiger Hieb, oder wie hat Gandalf das im Film erklärt? So wurde der Orkhäuptling enthauptet und gleichzeitig das Golfen erfunden. Wir können jetzt auch abkürzen gehen, weil die Schnellreiserouten würden sich in der Hinsicht nicht lohnen. Wir werden jetzt nämlich einfach, ja, durch das Elbentor hier vorne reiten und werden dann im Auenland aufwachen. Weil wenn man will, kann man wie gesagt komplett Mittelerde ohne Schnellreiserouten durchqueren. So, wir sind jetzt im Auenland angekommen.
Ist ein bisschen noch zwergisch angehaucht hier mit den ganzen Steinbrücken. Ist aber auch so eine Kleinigkeit, die auch sehr selten gegangen wird. Und ich finde, da ist auch wieder tektonisch sehr schön geworden hier. So, und da wir hier noch nicht waren, müsste hier die Reiterroute auch noch grau sein. Jo, wir waren hier noch nicht. Können wir den Stallmeister auch noch mal Guten Tag. aktivieren. Und jetzt haben wir so ein bisschen Fußweg vor uns. Wie ihr seht, hier sind auch noch ein paar ordentliche Quests. Hier im Moor haben wir auch wieder ein Buch der Taten, was wir absolvieren können, nämlich die Schnecken. Das bräuchten wir, wenn wir ein Jäger wären, weil die uns dann nämlich die passende Jägerfähigkeit geben würde. So, mal eben kurz gucken. Wir sind jetzt hier, müssen hier hin, nach Dax Bauten. Ich reite natürlich erstmal stumpf in die Baumstämme rein. Ist ja auch egal. Aber da müssen wir jetzt echt mal gucken, wie wir es am besten machen, weil ich glaube, wir müssen nämlich nach der Questabgabe wieder zurück. Und für die dritte Quest, da nehme ich dann den Port für. Da wird ein bisschen hin und her geportet. Das ist dann die schnellste Methode. Außerdem kann man dann auch mal wieder zu Hause vorbeischauen. Ein Ort, wo man selber selten sehr ist. Oh Mann, meine Grammatik ist heute wieder mal für den Eimer, wo man selten sehr ist, genau. So, wir sind jetzt am Brühl. Hier haben wir auch einige sehr schöne Quests. Im Auenland gibt es auch ein Geheimnis. Das kann ich euch auch verraten. Dazu werde ich mir mal einen Screenshot raussuchen und den mal veröffentlichen. Wenn ich mal hier die Quests irgendwann nachziehe. Aber es gibt hier einen geheimen Ort, wo man leider nicht mehr hinkommt, weil die Entwickler die Möglichkeit dazu gesperrt haben. Nämlich, es gibt hier ein geheimes Hobbitdorf, was sich ungefähr hier oben befindet. Und man ist hingekommen, indem man hier über die Berge geritten ist, einmal komplett hier außen rum. Aber da das leider als Bug-Using mit bezeichnet wurde, gab das relativ viel Ärger damals, bevor sie es gepatcht haben. Und ja, es gibt noch ein, zwei Screenshots, die ich irgendwo auf meiner externen Festplatte rumfliegen habe. Ich werde mal gucken, ob ich euch davon ein Bild machen kann und das mal als kleines Event mit reinsetzen werde. So, herzlich willkommen im Schiefern-Thunwald, beziehungsweise jetzt sind wir angekommen in Dachsbauten. Und hier waren wir auch noch nicht, wie ihr sehen könnt. Den Kann Stallmeister ich euch müssen wir auch noch irgendwie behilflich aktivieren. sein? Und wir können dann gleich noch nach Hafergut weiterreiten, wo wir schon hier sind. Und dort zumindest dann die Reiterroute aktivieren. Wie ihr seht, hier ist es. Die Erinnerungsstatue bei den Kämpfen auf den Grünfeldern. Und wir haben hier noch eine Besonderheit, eine Hobbit-Laterne. Das wird uns über die nächsten Questen sehr weit mit begleiten. Ich schaue euch das mal an. Lichtmast der Hobbits nahe der Statue des Bilbis Rassler entdeckt. Mal eben kurz gucken. Das müsste nicht Titel gewährt. Tatverliehen, das ist auch nicht. Na, wo ist es denn? Ansonsten mache ich einfach das BD-Thema auf. Das ist hier unter Klassen etc. pp. Die Verfeindung, Verbrauchsgüter, Schatten von Angmar, da an dem Buch sind wir ja gerade. Nenü. Gucken wir doch mal eben kurz durch. Doch hier, der lange Weg der Hobbitze oder der Hobbits. Die Lichtmast in. Na, sag eben schnell.
Dann haben wir noch einen Lichtmast Natalum. Das sind eigentlich schon so wieder Gebiete im 50er, 60er, 70er Bereich. So, jetzt sind wir in Hafergut angekommen. Hier mussten wir ja auch hin. Aber ich werde jetzt heute hier nicht großartig questen. Ich werde jetzt nur die Reiterroute schnell aktivieren. Und mal eben kurz Sei gucken. gegrüßt. Ah, wir können leider nur nach Dachsbauten mit Schnellreise. Wir könnten auch theoretisch die Strecke wieder zu Fuß reiten, aber wir sind aufgrund der längeren Questreihe heute ein bisschen in Zeitverzug. Mal eben kurz gucken, ob wir auch, wie heißt das Örtchen jetzt nochmal, nach Nadelpöhl oder wie das Ding Einen heißt. Moment. Ja, wir können nur nach Stock oder nach Hobbingen reiten. Wenn wir nach Hobbingen reiten, dann müsste er uns theoretisch bis hierhin tragen oder bis hier. Und dann reiten wir manuell wieder hierhin zurück. So viel Zeit wie möglich abkürzen. Wie gesagt, dann haben wir ja noch in der letzten Aufnahme. Nerv, ruft ihn jetzt an. Das Telefon ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Ja, wie ihr gesehen habt, wir mussten, haben ja verschiedene Bereiche in den einsamen Landen entdeckt. Und in der letzten Aufnahme hatten wir, wie gesagt, die letzte Ruine entdeckt. Aber es gibt noch mehr. Wir müssen ja noch Gard Agaven erkunden. Oh, da ist aber heute jemand sehr penetrant. Aber in Krebein sind wir ja auch schon zur Hälfte durch. Bilwisse auch. Ach, so, Ruhe. Ach, so, jetzt kann ich auch wieder mit euch sprechen ordentlich. Ach, verdammt, da haben wir natürlich jetzt natürlich die Abstieg verpasst. Reiten wir eben die Strecke trotzdem von hier aus weiter. Das macht ja nichts. Kommen auch ein bisschen in Zeitnot, da die Queststrecken doch relativ lang Guten sind. Tag. Jetzt reiten wir eben nach Nadelhol hoch. Aber wie gesagt, das ist immer noch schneller, als wenn wir selbst reiten würden. Weil das normale Mount nicht auf die Reisegeschwindigkeit der anderen Mounts drauf kommt. Ach ja, und da haben wir, wie gesagt, noch einen Titel gekriegt, weil wir ja die Waage bezwungen haben. Und ich glaube, den aktiviere ich auch noch, oder? Heldin der Nordhöhen würde auch noch passen. Wir müssen halt was Experimentelles nehmen. Ah, wir aktivieren einfach mal den. Gilderlis von den 7 Sternen. 7 Jahre habe ich dem Spiel die Treue gehalten und das wurde belohnt. So, das dritte ist relativ einfach nachher. Da haben wir 2 Portpunkte hin, beziehungsweise wir haben einen Portpunkt in die, hoppla, nehmen. Das war jetzt der Popschutz von meinem Mikro, den ich einmal mitgerissen habe. Und dann können wir uns einmal von A nach B, von B nach A porten. Und dann, ja, mal sehen, was dann passiert. So, jetzt sind wir schon wieder im Binsenmoor. Also wenn wir manuell geritten wären, wären wir auch ungefähr so weit gekommen. Aber wie gesagt, mit den Schnellreisenrouten und den Reiterrouten ist es halt teilweise einfacher.
unser Hobbit-Bade, den wir gerade eben schon gesehen haben. Dann kann ich aber, wenn der Reiter Zeit mal eben ganz kurz auf das Handwerk gucken. Wie ihr seht, wir haben jetzt inzwischen eine riesige Auswahl, was wir machen können. Wir haben die Bogengesänge, wie gesagt, sehr beliebt beim Jägern sind jetzt hier die, na, wo war's? Die Öle, das Lichtöl, weil es zusätzlichen Lichtschaden verursacht. Ist auch sehr beliebt, sind die Feueröle. Die werdet ihr immer los im Auktionshaus. Oder dann haben wir hier noch Kleinigkeiten für Kundigen, für mich beispielsweise eine Parabel. Habe ich noch nicht genau raus, wofür ich die genau brauche. Aber wir haben auch noch Bücher, die wir als Gelehrter herstellen können. Mal eben kurz gucken, wo die sind für uns. Bücher des Kundigen. Wir können nämlich drei Bucharten herstellen, die uns Bonus auf Kraftkosten beispielsweise von Zeichen geben. Sprich, wenn wir mit, ja, einmal Ladebalken, wenn wir mit unseren Zeichen hier unten arbeiten, dann kostet uns das weniger Kraft. Dann können wir Zeichen der Wildnis, davon haben wir leider noch nicht so viele. Und wir hätten natürlich auch noch Natur, da kosten uns die Kraftkosten für Kunden weniger. Ich glaube, damit ist das hier gemeint, also Heilkunde, Teilung der Macht etc. pp. So, wir sind jetzt auch schon wieder im Falasthorn angekommen. Müssen einmal wieder hoch nach Dulion. Hier oben ist ja unser Questgeber, wo wir den zweiten Schlüssel dahin abgeben müssen. Dort kriegen wir dann die dritte Aufgabe, weil das ist ja eine dreiteilige Quest. Und zur letzten können wir uns glücklicherweise hinporten. Aber ich sag euch noch nicht genau, wo es ist. Wir lesen natürlich erst dazu das Rätsel. Wäre ja sonst suboptimal, wenn ich spoilern würde. So. Wir haben jetzt das letzte Rätsel. Der Mann ließ sein Pferd zurück, so dass er einen halben Tag lang die Sonne entgegengegangen und einen halben Tag von ihm weg. Konnten Sie das Fenster nicht schließen? Da habe ich damals auch sehr lange drüber nachgegrübelt. Die letzte Kiste befindet sich nämlich in den einsamen Landen, in der verlassenen Herberge. Wenn man so wüsste, aufgrund des Rätsels bin ich nicht drauf gekommen. Das muss ich auch noch dazu sagen. Deswegen, heute mache ich alles mit Schnellreiserouten. Ich finde es schade, dass es keine Schnellreiseroute zur einsamen Herberge gibt, aber das ist egal. Schnell zur verlassenen Herberge zurückflitzen mit dem Mount. Und dabei nochmal das Rätsel auf. Geht natürlich nicht, typisch. Und ja, dann können wir in der verlassenen Herberge schnell die Kiste holen. Dann porten wir uns mit meinem Heimatport zurück, weil ich habe ja meine Häuser oder mein Haus bei den Zwergen oben in Thorins Halle. Und von dort aus können wir dann ganz schnell wieder nach Zelondrim runterreiten und dann wieder mit dem Reiterpunkt nach, ach Quatsch, nach Zelondrim, nach Dulion, so, von Zelendrim nach Dulion, so. Deswegen passt das relativ gut. Und dann war es das auch schon wieder. Weil die halbe Stunde ist auch schon wieder so gut wie rum. Das Inventar ist voll. Aber ich werde dann offscreen wieder hier in die einsamen Lande zurückkehren, wieder zur Feste Gurut. Werde aber zwischenzeitlich einmal die Bank aufsuchen, um mein Inventar mal wieder komplett ordnungsgemäß entrümpeln, wie sie es gehört.
Rufabzeichen rausschmeißen. Wobei, rausschmeißen brauche ich die nicht. Ich bin Level 30, ich kann sie nutzen. Hat natürlich auch seine Vorteile. So, nochmal eben schauen. Ja, wie gesagt, Nachlass eines Kundigen. Aber jetzt habe ich vom dritten Punkt gar keinen Screen. Na egal, wir werden einfach den Screenshot von der Brücke nehmen. Das dürfte nämlich passen. So, wir müssen wie gesagt in Heragma noch 15 Unholde für die Buchquest erledigen und uns mit den Kundschaftern unterhalten, die es dort gibt. Weil die werden uns dann nämlich auch nochmal reinschicken. Und das ist ein Gebiet, was echt haarig ist. So, was haben wir sonst noch? Ich muss ja irgendwie die Zeit hier überbrücken. Es dauert ja nicht mehr allzu lange, bis wir dort sind. Ja, wie ihr seht, mein Inventar ist relativ voll. Also ich könnte theoretisch mal ein paar Tage offline bleiben und täglichen Aufgaben erledigen. Ich habe genug Material im Inventar. Aber da muss ich, wie gesagt, ein bisschen drauf achten. Weil tägliche Aufgaben können wir wirklich komplett abgeben. Mal eben kurz gucken. Für heute habe ich beispielsweise es noch nicht gemacht. Dann kann ich mal schauen, bei den Torrents Tor gibt es ja auch Aufgabenbretter für die einzelnen Stufen und für die einzelnen Bereiche. Ich glaube, man könnte nochmal für Bree arbeiten. Wobei, da wollte ich ja in einer der nächsten Aufnahmen auch nochmal mit euch hin. Und das und die Hügelgräber erledigen. Die passende Stufe dafür haben wir. So, einmal absitzen. Aber wie gesagt, aufgrund des Rätsels, die Fenster nicht zu schließen, wäre nie auf die verlassene Herberge gekommen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also das Rätsel hat es schon in sich, weil die Kiste steht nämlich hier. So, jetzt haben wir die Schlüssel. Wir sind wieder in einsamen Herberge, aber wir müssen ja wieder zurück nach Dulion. Also Schnellreise nach Thorins Tor, zu meinen Häusern. Spart uns wieder Zeit. Auch wenn es nicht sehr viel Zeit sein dürfte, wir könnten auch zu Bree reiten können. Und dann wieder hierher. Also ich glaube, das ist jetzt gehupft wie gesprungen. Oh, hier leckt es komischerweise immer ein bisschen. Weiß ich auch nicht, woran das liegt. So, da die Besonderheit an der Siedlung. Wir haben ja hier, ich mache nochmal den Namen an. 100 bis 110. Unsere Aufgaben sind ja hier. 20 bis 30 und wie ihr seht, wir können sogar für die Matron-Gesellschaft abgeben. Die sind mir neu. Okay, aber das ist ja egal. Wie ihr seht, hier haben wir eine Menge. Wir haben können für die Elbgang, für Bruchtal, Menschen von Bree, Thorins Torhalle, Waldläufer von Esteldin und noch für ein paar weitere abgeben. Also eine Siedlung zu haben, kann sehr vorteilhaft sein. So, das wird jetzt auch wieder eine etwas längere Folge, weil die Zeit wäre theoretisch um, aber ich möchte gerne mit euch den Nachlass eines Kundigen heute definitiv durchbringen. Wie ihr seht, die Häuser hier sind teilweise schön dekoriert. Gehört das Haus jemandem? Ja. Sehr beliebt sind diese Anfangshäuser auch wegen Porten und sofort die Siedlung verlassen. Aber mir persönlich zu wenig Platz für die persönliche Gestaltung. Es ist natürlich auch jedem selbst überlassen.
wo ihr hinzieht. Wir haben, wie gesagt, ja vier verschiedene Siedlungen. Wir haben einmal hier Thorins Tor, haben wir eine, die relativ nah dran ist. Der ist auch relativ nah am Stallmeister. Dann haben wir bei den Elben von Zilondrim, da sind wir jetzt zweimal dran vorbeigeritten an der Siedlung. Die ist unten zum Übergang bei den, zu den Hobbits. Dann haben wir noch Was die wollt ihr? Menschen der Hobbitze. Die befindet sich, wenn wir mal die Karte kurz aufrufen, das Auenland. Hier ist Michelbinge, hier unten ist die Siedlung. Und bei den Menschen finde ich, die am weitesten entfernt ist, gefühlt. Hier ist Bree und die Siedlung hierzu ist nämlich hier ungefähr. Also auch sehr weite Laufstrecken. Und ich habe halt damals mir die Siedlung bei den Was Zwergen hindert dich? ausgesucht, aufgrund, ja, Faulheit. Man ist schnell bei den Reiterpunkten, man kommt schnell weg. Außerdem ist man in einer riesengroßen Höhle. Als Nachtschattengewächs ist das ja sehr vorteilhaft. Und ich mag den Baustil der Zwerge. Aber das ist euch alles selbst überlassen. Inzwischen gibt es ja auch noch eine fünfte Häuserart, die ihr gegen Mithril-Münzen kaufen könnt, sprich gegen die Ingame-Währung, die ihr für die Turbine-Punkte bekommt. Man könnte sagen, ein VIP-Haus für VIPs. Aber keine Sorge, nur die Anschaffungskosten sind in Mithril-Münzen, die Miete dazu wäre regulär Gold und Silber. Apropos, habe ich auch lange nicht mehr gemacht, sollte ich auch mal wieder machen, nämlich ihr habt hier unten den separaten Reiterhaus. Wie ihr seht, ich bin in der Stubstraße 6. Die Anschaffung hat mich 7 Gold 700 gekostet und der Unterhalt ist pro Woche 165 Silber. Ist so gesehen nicht viel. Dann wollen wir mal gucken. 9 Gold habe ich. Ich kann jetzt für 7 zusätzliche Wochen bezahlen, was ich auch machen werde. Kostet mich 1 Gold 155 Silber. Und jetzt bin ich erstmal bis zum 13.06. um 5 Uhr und 6 mit der Miete nicht mehr im Rückstand. Und dann habt ihr natürlich auch noch verschiedene Genehmigungen, die ihr verteilen könnt. Dürfen Leute das Haus besuchen, dürfen sie umstellen, etc. pp. So, jetzt sind wir zum dritten und letzten Mal hier. Suilight Mellon. Und die Quest geht weiter. Dies ist eine Solo-Aufgabe, die nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht gibt es auch ein, zwei ordentliche Screenshots. Ah, nee. Ah, so, besser. So, jetzt reisen. Der elbenkundige Isferon hat von seinem Freund Berenin ein Geschenk erhalten, bevor dieser über das Meer entschwand. Dieses Geschenk ist jedoch hinter einem Rätsel verborgen. Erst wenn dieses Rätsel gelöst ist, wird sich das Geschenk offenbaren. Ich muss zugeben, Gandalf hat immer noch eine sehr schöne Stimme. Und da das hier ein besonderer Raum ist, wo man so in der Regel auch nicht reinkommt, werde ich hier definitiv auch ein, zwei ordentliche Screenshots in meiner Sonntagsuniform machen, die man immer mal wieder benutzen kann. So, dann haben wir aber jetzt, wir sind ja schon über der Zeit. Ich grüße euch. Und während er die Geschichte erzählt, werde ich einfach mal den Mund dazu halten.
Sehr schade. Aber so sind die Elben ja nun mal. Rätselliebend. Und ja, meistens immer einen Dummen finden, der sie für sie erledigt. Derweil gibt es eben noch ein paar Screenshots. Man weiß ja nicht, ob man hier gleich rausgeworfen wird. So, dann werden wir noch die Quest abgeben. Megovanen. So, ich grüße euch. Und das war die Questreihe des Kundigen mit seiner Klassenquest der Stufe 30, der Nachlass eines Kundigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt natürlich jetzt wieder einen schönen Titel. Wir entscheiden uns für den Umhang. Wobei der Stab wäre auch nicht schlecht. Aber wir können leider nur eines davon mitnehmen. Deswegen beende ich jetzt mal in Ruhe diese Questreihe. Gab auch noch genug EP, damit wir aufsteigen. Und wir sehen uns dann natürlich in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da oder ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.